In Deutschland gibt es ja auch Widerstand gegen Euro. Eine neue Partei wurde gegründet, die sogenannte Alternative für Deutschland. In den Prognosen reichen von 3 bis 7%. Teilweise wird ihnen ein Potenzial von über 20% nachgesagt. Ist der Euro-Austritt, den diese neue Partei Alternative für Deutschland fordert, überhaupt eine realistische Option in den nächsten Jahren? Ja, sie wird sogar erzwungen werden. Irgendwann einmal wird nicht die Frage sein, ob Zyprioten oder Griechen aus dem Euro austreten werden müssen, sondern wird sich die Frage stellen, ob die Deutschen sich den Euro noch leisten können und selber aussteigen müssen, anstatt dauernd für alle anderen die Haftung zu tragen. Ich kenne einige der Proponenten dieser Bewegung. Ich weiß, dass das hochseriöse Leute sind, Wissenschaftler, aus dem Bereich der Jurisprudenz, aus dem Bereich der Volkswirtschaft, aus dem Bereich auch der Finanzwissenschaften. Das sind hochseriöse Leute, die in der Vergangenheit maßgeblich auch Politiker beraten haben, die frustriert darüber sind, dass ihre Ratschläge alle in den Wind geschlagen werden derzeit und die deswegen als Alternative für Deutschland antreten werden. Ich kann nur an den deutschen Wähler appellieren, diese Gruppierung möglichst stark zu machen, weil nur dann wird die politische Kaste auch in Deutschland von Merkel und Schäuble angefangen, beginnen umdenken zu müssen. Nur dann, wenn sie vom Wähler eine Quittung bekommen. Und das ist eine gute Quittung, weil es eine seriöse Quittung ist, weil es eine wahre Quittung ist und weil es auch eine Quittung ist, die einen Effekt haben wird. Manche Medien sprechen im Zusammenhang mit der Alternative für Deutschland von einer Professorenpartei. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Etikett? Das würde ich einmal sagen, ist ein gutes Etikett, weil es zeigt, dass das wirklich Leute sind, die sich auskennen, die auch wirklich seriös sind. Früher ist man ja sofort mit der Nazi-Keule dahergekommen, das schafft man bei diesen Leuten nicht. Daher kommt jetzt auf einmal sozusagen der Versuch, aus ihnen eine professorale Randgruppe zu machen, ist es aber nicht. Sondern diese Leute sprechen aus, auf sehr hohem und gebildetem Niveau, was sich viele Bundesbürger denken. Und ich kann an die Wählerschaft in Deutschland nur appellieren, dass sie der politischen Kaste, die nicht annähernd über das Wissen dieser Leute verfügt, dass sie dieser politischen Kaste endlich eine Quittung in die Stimmurne legen, indem sie diese Alternative für Deutschland unterstützen und so eine Änderung der politischen Entscheidungen herbeiführen können. Das ist wirklich einmal eine Chance, wo der Wähler auch wirklich etwas bewirken kann. Und diese Chance sollte der deutsche Wähler nutzen. Ich sage das als Österreicher auch in einem gewissen Eigeninteresse, weil wir leider in allen monetären Fragen immer wieder an die deutschen Entscheidungen gekoppelt sind. Wir Österreicher haben nicht die Potenz, uns so völlig von den deutschen Entscheidungen abzukoppeln. Wir sind wirtschaftlich so eng mit der Bundesrepublik Deutschland verflochten, dass es sehr, sehr entscheidend für uns Österreicher ist, was die deutsche Politik auch in Währungsfragen oder gerade in Währungsfragen macht.